Guten Abend. Ja, Sie haben uns hier ein sehr schönes Ensemble auf den Tisch gelegt. Erzählen Sie uns doch mal, woher Sie das haben. Diese Teile sind von meiner Großmutter, die sie offensichtlich sehr viel getragen hat, weil auf Bildern habe ich das auch gesehen. Und zwar zusammen, weil sie hat immer offene Blüschen, die sie sich hier mit zugesteckt hat und das Kettchen. Und ich erinnere mich auch noch daran und habe einen guten Bezug, aber nie getragen. Schade. Selbst. Also, es ist ein doppeltes Collier, ein Perlenkollier aus Korallen und eine Brosche dazu. Die Brosche ist sehr einfach wie eine Blüte gestaltet mit einem mittleren großen Stein und außenrum den kleinen. Die Verarbeitung ist interessant. Es ist Silber und zwar so wie eine Spinne nach außen hin die Füße streckt, so sind die silbernen Arme gemacht worden und da sind die, die Korallenperlen draufgesteckt, sodass man von vorne eigentlich überhaupt nichts von der Fassung erkennt. Wenn man nun solche Dinge betrachtet, so weiß man, wenn schon die Brosche da ist und auch das Collier, das meistens noch Armbänder oder Ohrringe noch dazugehörten, manchmal auch Ringe. Das ist die Zeit 1860, 1870, wo man die großen Ausschnitte gehabt hat, die Reifröcke und sich sehr gern geschmückt hat, mit viel Schmuck immer passend zusammen, sogenannte Parüren. Also eine Sache, die anfängt mit Ohrringen, mit Collier, mit einer Brosche vor dem Busen, mit einer Gürtelschnalle, dann meistens Armbänder. Zwei Armbändern und Ringen. Und durch die Vererbung ist es oft so, dass eben der ganze Schmuck nicht mehr da ist, sondern eben verteilt wurde. Also wir haben hier als Material Koralle. Wir haben Koralle in einer Farbe, die heißt Sardinia. Das heißt also, es ist eine Mittelmeerkoralle. Das ist auch stimmig mit der Zeiteinschätzung. Korallen neigen dazu, wenn man sie sehr viel trägt, dass sie matt werden auf der Oberfläche. Man sieht es bei der Brosche, bei der Kette nicht ganz so, ist aber etwas, das kann man immer wieder aufpolieren und diesen Glanz zurückholen. Das ist in einem Stil gearbeitet, der heute nicht mehr so ganz en vogue ist, der nicht mehr so sehr gefragt ist, obwohl Korallen als Material immer seltener werden. Die wachsen im Jahr 1-2 Millimeter, je nachdem, wo sie sind. Also da braucht man schon lange Jahre und Jahrzehnte, Jahrtausende, um so etwas, so solche Korallenriffe wachsen zu lassen. Trotzdem ist diese Art von Schmuck ein Schmuck, der heute häufig auf den Markt kommt durch die Nachlässe, die wir haben. Ja. Und das beeinflusst auch etwas die Bewertung. Also dieses Ensemble, wie Sie es uns zeigen, das wird man heute bewerten zwischen 250 bis 350 Euro. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass das ja aus Ihrer Familie kommt. Ja. Es ist schön, dass Sie es uns gezeigt haben und jetzt bringen Sie es wieder heil nach Hause. Dankeschön. Bitteschön. Danke.